Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CPTV Ansichtssache. Mein Kollege Thomas Hafen wird uns heute mal eine digitale Kompaktkamera vorstellen. Aber nun muss man ja sagen, es gibt ja auf dem Markt tausende Modelle und Hersteller und was weiß ich. Was meinst du denn, ist denn jetzt das Besondere genau an diesem Gerät? Ich denke, dieses Gerät, das ist die Samsung NV24 HD, hebt sich durch drei Gründe vom allgemeinen Markt ab. Erstens hat es ein echtes Weitwinkel bis 24 mm runter. Also das Zoom geht von 24 mm bis 86,5 mm. Das ist schon mal ungewöhnlich. Die meisten anderen Digitalkameras beginnen so bei 36, 40 mm. Und das hat einfach technische Gründe, weil es ist schwieriger, so ein echtes Weitwinkel zu bauen. Und der zweite Grund ist, sie kann Videos in HD-Qualität aufnehmen, zwar nur in HD-Ready-Qualität, also 1280x720, aber das ist schon ganz ordentlich für eine Digitalkamera. Und der dritte Grund ist, sie hat ein ganz besonderes Bedienkonzept. Und zwar setzt sie nicht auf die üblichen Schalter und Wippen, sondern auf berührungssensitive Knöpfe, die um den Bildschirm herum angeordnet sind. Okay, du hast ja jetzt das Bedienkonzept schon mal erwähnt. Was genau taugt das denn jetzt? Also ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Das ist wirklich eine gute Sache. Man kann eben einzelne Funktionen hier auf den Knöpfen anwählen und dann mit den Knöpfen an der Stirnseite die einzelnen Parameter auswählen. Und das geht sehr gut. Man muss sich nicht durch verschachtelte Menüs hangeln, sondern ist sofort in dem Punkt, den man halt haben möchte. Ne? Okay, und wie sieht es jetzt bei dem Gerät mit der Bildqualität aus? Ja, wir können das gerne mal demonstrieren. Die Bildqualität hängt natürlich auch stark vom Motiv ab, aber ich denke, in dem Fall haben wir eine hervorragende Bildqualität. Nein, im Ernst, also die Bildqualität ist gut. Man darf natürlich von so einem kleinen Sensor mit 10 Megapixel Auflösung keine Wunder erwarten, aber die Farbe, Kontrast und auch die Auflösung sind sehr gut, vor allem für Kunden geeignet, die eben die Bilder so benutzen wollen, wie sie aus der Kamera kommen. Also sie sind schön knackig. Was natürlich zu erwarten ist, ist ein gewisses Rauschen bei so einem kleinen Sensor und so hoher Auflösung. Schon bei 100 ISO ist das Farbrauschen merklich. Ab 400 ISO wird es störend und ab 800 ISO ist es eigentlich nicht mehr akzeptabel. Okay, siehst du denn jetzt eine Nische für speziell dieses Gerät? Durchaus, also es hat die schon erwähnten Verkaufsargumente, echtes Weitwinkel, die Bedienung und das HD-Video. Es ist ein sehr wertig verarbeitetes Gerät mit einem Metallfinish. Es hat im Lieferumfang ist ein sehr umfangreiches Zubehör enthalten, unter anderem diese Docking Station, HDMI-Kabel, AV-Kabel, Software. Also kann man sich nicht beklagen, was im Zubehör dabei ist. Okay. Und welchen Kunden speziell könnten denn Händler jetzt genau dieses Gerät empfehlen? Was würdest du da Ich sagen? denke, die Kamera ist vor allem für Kunden geeignet, die viel Landschaftsaufnahmen machen oder die eben viel in Innenräumen, Gruppen oder Architektur fotografieren und sich halt nicht weit von dem Objekt, das sie fotografieren wollen, entfernen können, sodass sie eben einen Weitwinkel benötigen. Oder Kunden, die zu Hause ein LCD-TV haben und die nicht nur Bilder, sondern auch Videos aus der Kamera halt in HD-Qualität auf ihren Fernseher präsentieren wollen. Wie gesagt, die Docking Station hat eine HDMI-Schnittstelle, die Kamera auch. Man kann also direkt von der Kamera bzw. der Docking Station aus auf den LCD-TV gehen und dort die Bilder und Videos präsentieren. Okay, dann mal ein paar Standardfragen zum Schluss. Wo können denn Händler jetzt genau diese Kamera erstehen? Was kostet die und wie sieht es dann auch mit der Marge aus? Die Distributoren sind unter anderem Actebis Peacock, Bicom und BAS Winkert. Der UVP liegt bei 400 Euro, der Straßenpreis liegt deutlich drunter. Das ist auch nichts Neues bei Digicams und auch die Marge ist sicher überschaubar, aber das kennen wir halt aus dem Digicam-Markt leider auch. Okay. Gut, vielen Dank, Thomas, für die Vorstellung dieser doch recht ungewöhnlichen Digitalkamera. Das war's dann schon wieder mit CPTV Ansichtssache für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.